Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Jups. Gut, gut, schlechter. Nee, schlecht, schlecht, schlechter. Schlecht, schlecht, ich. So muss man es ja sagen. Das steht im Titel. Warum? Das steht nicht umsonst im Titel. Ich werde euch zeigen, warum das tatsächlich so ist. Im Moment, muss ich sagen, spiele ich hier auf dem Rathaus 13. Und das ist ganz komisch. Eigentlich nur auf diesem Rathaus 13. Extrem schlecht, extrem schlecht. Aber wir gucken kurz mal in die Wahlergebnisse rein. Nicht in die amerikanischen Staaten, sondern hier in die Wahlgeschichten, denn hier wurde ja oder hier wird auch immer noch gewählt und auch hier zeichnet sich so ein bisschen so eine kleine Parallele ab zu den Wahlen in Amerika. Also 11 Original liegt auf Platz 1, lagen sie gestern schon, allerdings lag auch Tribe Gaming gestern noch auf Platz 2, heute getauscht mit Hearty Family. Also der eine ist Herr Bieden und der andere ist Herr Trump. Naja, egal. Ihr könnt noch voten, wenn ihr das noch nicht getan habt, dann tut das bitte und lasst den beiden Teams doch einfach eure Stimme da, dass unter Umständen wir mit zwei deutschen Teams bei den Weltmeisterschaften oder bei der Weltmeisterschaft vertreten sind. Ich meine, HT Family, Nova Esports, das sind alles gute Clans und wo die allerdings platzmäßig stehen, das will ich jetzt nicht einordnen. Ich weiß nicht, ob das jetzt von links nach rechts ist und von unten dann von rechts nach links etc. Also keine Ahnung, wer hier auf 3, 4, 5 liegt. Aber ihr solltet auf jeden Fall gewotet haben. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind ja in der Liga und ich spiele ja hier die Liga beim Clan Disabled. Und wir spielen in der Liga, wo spielen wir denn eigentlich? Wir spielen Champion League 3. Mit den Ambitionen etwas höher zu kommen. Ist natürlich schwierig, vor allen Dingen, wenn man so einen Angriff macht wie ich. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Plan auf diese Base war eigentlich tatsächlich eine Truppe, die ich eigentlich gar nicht kann. Aber wenn man sich so ein bisschen im Internet umhört, und man hat ja 24 Stunden Zeit, dann und sich so ein paar Videos anguckt, so von einschlägigen YouTubern, die so ein bisschen sich in Legende tummeln oder so, dann wird man diese Base finden mit mehreren Strategien. Eine hatte ich mir dann rausgesucht und habe gedacht, das ist eigentlich genau die Strategie, die ich nicht kann, nämlich Luft. Aber egal, Plan war natürlich hier unten das Rathaus zu bekommen mit Sui-Helden, das heißt also only mit den Helden King, Queen und dem Royal Champion. Danach, ja, das, was ich nicht hatte, ich meine, okay, ich hatte jetzt keine Lakaien, das ist nicht so schlimm und ich habe auch keine Supermauerbrecher, das ist auch nicht so schlimm. 5 Mauerbrecher sollten reichen, um hier bis zum Rathaus mit irgendeinem Helden zu kommen, wenn möglich mit der Queen. Und aber ihr könnt euch dieses Dilemma mal angucken. Und natürlich geblitzt. Das war an dem Angriff das einzig Gute, was mir gelungen ist, die Blitze hier zu setzen. Ich spiele mal ab. Also eigentlich kann ich es nicht mehr sehen. Ich habe mich so in Grund und Boden geschämt, kann ich euch sagen. Und ich war auch wirklich nervös. Ich war wirklich ultra nervös vor diesem Angriff. Denn es war der letzte Angriff und ist. Ne, also das war ganz gut hier. Clanburg weg, Queen schon mal weg. Also das ist eigentlich ja schon die halbe Miete. Das ist schon die halbe Miete. Wenn nicht sogar ein bisschen mehr. Aber wie gesagt, ich hatte überhaupt keinen Druck. Wir hatten schon gewonnen. Ich hatte gar keinen Druck hier. Ich hätte das irgendwie machen können. Aber ich wollte es irgendwie schick machen. Und ich wollte vielleicht auch mal 3 Sterne haben. Aber okay, dann ist das wieder. Das ist so ein bisschen vielleicht der Übereifer. Bis dahin war es noch ganz gut. Ice Golem raus, King hinterher, Queen hinterher und einen schönen Hunter noch. Oder sogar 2 Hunter hatte ich dabei. Na, die waren jetzt doof gesetzt, denn die sterben mir da hinten in dem Magierturm. Und dann hatte der so viel Er hatte 100 Skelettfallen da, überall waren die. Hier wurde ich schon jetzt ein bisschen nervös. Hunter musste ich ja schon recht früh zünden, kriegte den einen Scattershot nicht. Selbst meine Mauerbrecher haben funktioniert. Meine Mauerbrecher haben funktioniert, aber der Rest absolut überhaupt nicht. Okay. Also Plan B ziehen. Queen weg. Und wie könnte so ein Plan B jetzt aussehen? Also ihr würdet jetzt sofort sagen, ja, dann nimmst du erstmal die Kaserne unten raus und nimmst was anderes. Natürlich. Mache ich auch. Feger stehen auch noch da. Okay. Wie gesagt, genauso lief der Angriff. Ich habe gedacht, ihr merkt das jetzt auch, ne? Wie ich jetzt überlege. Jetzt kommt diese Denkespause. Maschine gewechselt unten, die Belagerungsmaschine gewechselt. Aber nicht auf das Richtige. Das fiel mir dann in dem Moment eigentlich, wo ich den Slammer gesetzt habe, fiel mir eigentlich auf oder ein, hey, du hättest ja auch einfach die Blip nehmen können. Feger Friesen und gut ist.
Ja, nein, ich lasse hier die Loons raus und die Hunde hier einfach so gesetzt und hab gedacht, komm, das holst du irgendwie doch jetzt wenigstens den einen Stern hier mit deinen Loons, aber selbst das nicht. Tornadofalle da noch und außen habe ich dann einfach die Loons gesetzt, weil ich gedacht habe, hier hinten ist auch noch ein Tesla 5% oder so. Ich meine, es war schon knapp genug, ja. War aber dennoch, es war so grauenhaft und es war eine Katastrophe. Es war eine Katastrophe oder das ist eine Katastrophe eigentlich. Aber wie gesagt, ich war so nervös. Also ich muss einfach lockerer werden, lockerer. Chillen, cool sein. Aber es ist mir hier nicht gelungen. Ja, es war, ich meine, dadurch, dass wir schon gewonnen hatten hier den Clan-Krieg, war es jetzt eigentlich nicht ganz so tragisch. Allerdings, so eine Nullnummer, die zieht einen denn doch ein bisschen runter. Der gegnerische Clan hier hat einen Angriff gar nicht gemacht hier. Der Hans Moser blieb hier ganz frei. Und wir haben drei Sterne auf unserer Seite. Und die auch nochmal zweimal ein Stern. Meine Base hält im Moment noch ganz gut. Auch was die Prozente so angeht, also 83 schon ziemlich viel. Ich habe sie ein bisschen modifiziert, Leute. Wer also den alten Link von meiner Base hat, die ist so nicht mehr gültig. Oder wer die vielleicht mal nachgebaut hat, meine CK-Base, die ist so nicht mehr gültig. Die habe ich ein bisschen modifiziert oder umgebaut, sodass man mir nicht mehr beide Scatter-Shots wegblitzen kann. Und die hält ganz gut, aber wie gesagt, der Angriff war grauenhaft. Den nächsten Clan-Krieg, also den Krieg 3, auch hier hatte ich tatsächlich Druck. Achso, ich muss dazu sagen, der Angriff war am Handy gemacht. Den musste ich am Handy machen, weil ich kein Tablet da hatte. Und klar, wenn du auswärts bist, schleppe ich das Tablet nicht mit mir rum und mache auch noch einen auf Access Point oder Hotspot oder so. Nur damit ich am Tablet angreife. Das habe ich mal tatsächlich gemacht. Eine Zeit lang, da hatte ich aber noch Android-Tablets und wenn ich die mit hatte, dann haben die immer Access Point bekommen, dass ich auf dem großen Bildschirm angreifen konnte. Naja, und auch hier hatte ich wieder mal ein bisschen Druck. Also im Moment greife ich immer in den Morgen-Mittagstunden an, in irgendeiner Pause. Und vielleicht sollte ich mir das auch abgewöhnen, denn auch hier stand es 33 zu 32, als ich anfing. Denn der Cheops, glaube ich, war es, hat hier doch noch den erlösenden Dreier rausgeholt. Das war der vorletzte Angriff heute Morgen. Und den habe ich nicht gesehen, weil als sein Angriff aus war, lief meiner, glaube ich, schon irgendwie. Und deswegen gucke ich mir den jetzt einfach mal an, wie er das gemacht hat. Ich habe noch nicht nachgeschaut eben. Ich habe mich nur gefreut, dass wir es hier gepackt haben. Auch mit meinen dann noch, ja, zwei Sterne fehlten uns noch zum Sieg, also für 34 Sterne. Und die habe ich auch gemacht. Auch den Angriff zeige ich euch dann. Ist es mal nicht ganz so schlimm. Also ein bisschen Schadensbegrenzung habe ich gemacht. Aber auch der war nicht so optimal, wie ich mir das gedacht hatte. Ist also dann von der Ausführung her, ist es immer etwas anderes, als dass den Angriff jemand anders macht, sage ich mal. Wenn du irgendwie einen Angriff siehst auf eine Base und sagst, okay, ich baue jetzt die exakten Truppen mal nach und mache den Angriff dann funktioniert das unter Umständen nicht so gut. Der Wardenwalk geht aber sehr, sehr gut. Ich habe die Tage auch gesehen, hat jemand eine Frage gestellt gehabt. Queen Charge, Queen Walk, Wardenwalk, Warden Charge. Queen Charge ist immer rein in die Base, also man will rein chargen. Und ein Queen Walk geht außenrum. Manchmal möchte man das auch nicht. Man möchte dann eigentlich, dass die Queen charged, aber manchmal walkt sie dann halt. Ist so ein bisschen Wortspielerei. Aber er bekommt hier auch mit dem Smash hier alles schön in die Mitte, entkernt hier auch schön. Lava-Hund ist jetzt nicht so tragisch, will ich mal so sagen. Im Moment kämpft man ja immer sehr, sehr stark mit den Super-Lakaien in der Clanburg. Aber auch dort gibt es natürlich ein Mittel dagegen, nämlich ein gut gesetzter Gift. Und du kannst die Super-Lakaien eigentlich schlecht gebrauchen in der Clanburg. Ist der Gift nicht gut oder du hast keinen, hast du ein Problem. Muss man ganz klar sagen, wir sind da im Moment so ein bisschen auch in der Base-Findung, also in der defensiven Findung, was das Sinnvollste für unsere Clanburgen ist. Da ist man sich ja nie sicher. Das kommt auch sicher, glaube ich, immer ein bisschen auf die Base an. Oder man muss es einfach mal testen. Man nimmt einfach seine Base
und testet mal ein paar Konstellationen von Truppen in seiner Clanburg und lässt einfach dann mal angreifen. Also Freundschaftsangriffe und dann sieht man schon, ob sich die Kollegen quälen oder ob sie sagen, naja gut, die Clanburg mit dem Golem, die ist jetzt nicht so gut, weil ich habe ja nur mit Luft angegriffen. Ihr versteht, was ich meine. Und auch das ist, ist natürlich immer so ein, natürlich immer ein Lernprozess. 100% hat er gemacht, hier sehr, sehr schöner Angriff. Und meiner war ja heute Morgen der letzte, auch den. Kann ich euch, erkläre ich euch mal, wie ich mir das gedacht habe. Oh, ich habe mir nicht gedacht, in vierfacher Geschwindigkeit das Ganze zu machen. Auch das ist, glaube ich, eine bekannte Legenden-Pushbase. Kann ich, meine ich, auch die habe ich irgendwo in irgendeinem Video gefunden. Wie gesagt, ihr braucht nur nach Legenden-Videos zu schauen in YouTube. Dann werdet ihr etliche Bases, die auch die Leute hier im CK benutzen, finden. Ich mache das mittlerweile tatsächlich. Ich gucke einfach mal, wo ich so eine ähnliche Base finde. Und dann schaue ich mir das mal an, ob mir das liegt. Das liegt mir eigentlich ein bisschen besser hier. Nämlich ein Yeti Smash, ja, zwei Bowler, die habe ich nur dabei, weil wir ja jetzt 300 Truppen haben und nicht nur 280. Also Plan war, hier oben zu starten mit einem Packer. Der muss sterben, dann hocke ich hier die Queen raus. Die Queen soll dann hier so in diese Richtung gehen. Hier unten mache ich auf, genau auf der Mauer. Ist mir sogar gelungen, ohne das Rathaus zu aktivieren. Hurra! Hier unten auf der Flanke dann gegengefunnelt mit King, den vergesse ich leider, aber mit Kaserne, und dann sehen wir mal weiter. Das waren so jetzt meine Planungen hier dann drauf. Also mit Erdbebenzauber arbeiten. Früher habe ich den Erdbebenzauber gehasst. Ich habe immer gesagt, wer Sprungzauber nicht kann, nimmt Erdbeben, aber ich glaube, das ist nicht so. Früher war das, glaube ich, so, da war ich ein bisschen verhasst. Aber heute ist der Erdbebenzauber ein fast nicht mehr wegzudenkender Zauber. So, da oben passte das, Packer weg, dann die Heiler Richtung Queen, denn die bekam als erstes Beschuss. Da hatte ich auch Sorge, dass die Heiler switchen auf den Packer. Und jetzt habe ich da unten, ihr seht das auf 9 Uhr, King vergessen. Also war auch an der Stelle noch nicht so schlimm. Allerdings muss hier unten jetzt alles weg sein, damit ich hier weiter durchfahren kann und die auch das Loch dann nehmen, was ich da gemacht habe. Das machen die Burschis nämlich nicht. Das war natürlich auch ein bisschen doof. Kaserne zu spät gesetzt. Die Orks hätten da ein bisschen mehr rausnehmen sollen. So ging hier nichts in die Mitte. Cool, ne? Es geht nichts in die Mitte, aber meine Queen ist in der Mitte. Ich habe es verpasst, den Inferno rechtzeitig zu friesen, aber meine Queen schafft dann doch irgendwie mit Hängen und Würgen das Rathaus, und auch hier unten habe ich irgendwie meine Giftzauber gezogen, aber ich habe überhaupt nichts vergiftet. Die Kingplatte da unten habe ich vergiftet, mehr nicht. Und unten zwei Hexen, alles klar. Das wird jetzt nichts mehr. Ne? Aber ich meine, ihr seht das, ich habe die beiden Sterne drin gehabt, und so kann man sich hier ein bisschen durchmogeln. Und das Ende ist natürlich ultra witzig, weil jetzt ist immer nur Schuss, 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 Hexe, 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 Schuss, 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 Hexe, 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 Schuss, 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 Hexe, Hexe, Hexe. Naja, gleich sind die Baskets auch leer und die Clanburg schafft meine Truppen dann aber, wie gesagt, zwei Sterne. Naja, gar nicht mal so schlecht, egal. Vielen Dank für die Truppen, wir greifen hier mal an. Ich muss wirklich ein bisschen chilliger werden. Ich muss mal ein bisschen relaxen beim Eingreifen. Ne? Einfach mal so ein bisschen so, mal gucken, was so geht hier. Und das Ganze dann möglichst auf einen echten Angriff übertragen. So muss man es ja sagen. Auf einen echten Angriff übertragen. Und was können wir denn eigentlich hier machen? Hier könnten wir den da hinten rausnehmen. Den nach da, den nach da. Was habe ich denn da? Ah, ich habe mir aber zu wenig Ressourcen. Ein bisschen mehr Gold kann er haben. Und so um die 400.000, 500.000 würden mir jetzt schon reichen. Aber, oh, 700.000, okay. Oh, hey, 700.000. Den nehmen wir gerne mit. Egal wie er ist. Egal wie er ist, ist auch gut gesagt, Toto. Egal wie er ist. Ich wollte eben mal was testen, ob ich bis hierhin, bis zum Scattershot mit einem Ballon bekomme, also einen Blimp. Aber ich glaube, da komme ich nicht hin. Das wird ultra schwer, das macht aber nichts. Dann ziehen wir hier mal unsere Queen raus, mal sehen, ob wir nicht hier so ein bisschen was machen können, wenigstens. Wenigstens ein kleines bisschen.
Ein kleines bisschen. Hier bereiten wir mal einen Funnel vor. Oh, da ist meine Queen schon am 50er King. Okay, auch hätte ich gar nicht machen brauchen. Das war gerade sehr, sehr ärgerlich, Leute. Hätte ich gar nicht machen brauchen. Ich nehme trotzdem hier einen Blind mit rein. Und, denn meine Queen ist da ja schon durch. Das ist schon mal nicht schlecht. Nehmen wir hier mal den King. So locker. Man muss es einfach mal lockerer angehen, Leute. Merkt ihr das? Wie chillig das hier ist bei mir? Ui, nicht schlecht. Ich schaffe jetzt natürlich keinen Feger, aber der hatte jetzt auch keine Clanburg. Ne? Jetzt muss ich da allerdings schon gerade mal ein bisschen friesen. Und friese den vielleicht nochmal mit. Mal sehen. Der kann jetzt ruhig aufgehen. Perfekt. Jetzt muss ich meine Queen doch zünden. Und dann nehmen wir mal die Spur hier. Wir nehmen mal die Spur hier. Mit den Hawks noch dahinter. King zünden. Warden steht richtig. Den noch dahinter. Ich sehe jetzt gerade, der hat aber auch nicht alles on top dort. Das heißt, er hat jetzt nicht alles ausgebaut. Der ist gerade im heftigen Ausbau. Was könnte hier in Wut gebracht werden? Oh, das läuft gut. Einfach locker bleiben, Thorsten. Ja, dann geht das. Guck mal einen an. So, wo ist denn mein Royal Champion? Mein Champ ist dort. Komm, wir zünden den Champ mal. Der geht nämlich jetzt auch auf den Scattershot. Perfekt. Und dann bleiben nur die Infernos in der Mitte stehen. Das geht ja. Ja, schöner Rundlauf hier. Nicht in die Mitte gekommen, aber okay. Der Blimp hat ja doch funktioniert an der Stelle. Und oh, zum Farm. 700.000 Gold haben wir jetzt reingeballert. Und die Queen ist vor allen Dingen immer noch am Leben. Aber jetzt der Single Inferno wird alles geben. Beziehungsweise, ja doch, der wird jetzt alles... das ist ein Multi, ne? Ah doch, war doch ein Single. Aber den habe ich mir jetzt auch wirklich blank gemacht hier. Habe ich ja gesagt, Mitte bleibt stehen. Aber die Tat mit den Infernos habe ich auch schon gemacht. Und da fallen sogar noch mal zwei defensive Gebäude. Krass. Und auch das nicht schlecht. 763.000. Perfekt. Geht doch, Toto. So, können wir was spenden hier? Nein, können wir noch nicht. Dann bauen wir die noch mal nach, wollte ich gerade sagen. Aber warum kann ich die nicht mehr nachbauen? Minion cannot currently be trained. Ach, so, alles klar. Ja, das ist auch mal ein bisschen doof, ne? Da wünschte ich mir dann auch darüber so einen kleinen Button, also über Train, Modify, dass ich die wenigstens rausnehmen kann. Aber ich meine, okay, das war jetzt eben ein Smash, den habe ich, glaube ich, hier unten noch. Edit, was konnte ich nicht machen? Ah ja, okay, die habe ich ja jetzt gerade nicht. Dann nehmen wir nochmal einen Hock, nehmen wir mal zwei Hocks mit rein. Das war jetzt ein Hybrid, war das ja. Und den trainieren wir mal ein wenig weiter und dann hoffe ich, dass euch die Folge mit meinen schlechten Angriffen ganz gut gefallen hat. Wenn ja, dann lasst mir einfach einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen und die Glocke stellen, damit ihr kein Video mehr von meinen schlechten Angriffen verpasst. Bis dahin, danke fürs Zuschauen, euer Toto. Flasht.